Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Drinnen 31. Räume. Wenn ich in Räume schaue, frage ich mich immer, worin spiegelt sich für mich darin der Mensch? Sehe ich Wärme, Lebendigkeit? Sehe ich ein Menschenleben oder viele? Warum schaue ich in manche Räume so gerne hinein und andere halten meinen Blick nicht für eine einzige Minute fest? Das hier ist der Küchenbereich einer griechischen Taverne. Wenn man dort isst, sitzt man draußen vor der Tür und nur von wenigen Tischen aus kann man in diesen Raum hineinsehen, der irgendwie viel mehr ist als der öffentliche Vorraum einer Kneipe. Er ist Museum und Lebensort und Erinnerungsort und erzählt, wie ich finde, davon, dass jemand etwas gesammelt hat. Einflüsse, Eindrücke, Erfahrungen und damit ein Raum ausgestattet, in dem er sich viel bewegt. Und klar haben mich die Farben sofort gekriegt. Der Mut, eine offene Tavernenküche in solchen Farben zu streichen und der gute Geschmack, der dazu geführt hat, dass es außergewöhnlich schön geworden ist. Als ob jemand Gemälde von Matisse und Picasso nicht nur gesehen hat, sondern sie auch noch verinnerlicht. Es ist eine Reminiszenz an die Malerei, jedenfalls kommt mir das so vor, und eine Öffnung zur Welt draußen hin. An der linken Wand des Raums hängen Fotografien. Wahrscheinlich ist darauf jener zu sehen, der diese Taverne gegründet hat, der Großvater, der allem Anschein nach in den 60er Jahren nicht nur ein ansehnlicher Mann war, sondern auch ein früher Tiefseetaucher oder jedenfalls ein echter Taucher. Und natürlich bin ich davon ausgegangen, dass es er war, auf den sich nun alles stützt, auch wenn er, wie zu vermuten ist, nicht mehr lebt. Aber er hat etwas hinterlassen, was größer war als dieser Raum, etwas, was von draußen nach drinnen kam. Farben. Die Welt unter Wasser, die Liebe zum Meer, vielleicht auch die bunteste Fischfritura, die ich je gesehen, gegessen habe. Erstaunlich ist, dass es im selben Ort ein Café gibt, das früher bestimmt einmal ein traditionelles Cafenion war, aber der Besitzer, Jannis, interessiert sich so sehr für Menschen, dass dort alle sitzen. In aller Frühe die Männer ganz hinten an der Außenwand, aber dann kommen Frauen, Paare, Menschen mit und ohne Kinder hinzu, aus Frankreich, aus Italien, aus England und den USA, aus der Türkei, auch aus Deutschland wenige. Und plötzlich ist dieses Café der kosmopolitischste Ort, den man sich auf einer kleinen griechischen Insel nur vorstellen kann. Und damit man das auch spürt, spricht Jannis das Nötigste in allen Sprachen. Guten Morgen, buonanotte, due uso, safe cinque euro und klar, how are you? Und so weiter. Von sich selbst sagt er, er sei mehr Psychologe als Kellner. Und dann denke ich an Thüringen. Ich kratze jetzt diese Kurve, wo 34% inzwischen die AfD wählen wollen, wo Björn Höcke Behinderten das Recht absprechen möchte, an Regelschulen, also inmitten unserer Gesellschaft zu leben, und das Volk von Welthaltigkeit bereinigen möchte. Ich denke dann, dass es eben gar nicht egal ist, wie früh, wie nah, wie unbeschwert wir mit dem Fremden in Kontakt kommen, damit wir begreifen, wir entwickeln uns nur, wenn wir uns öffnen, nach allen guten Seiten. Wenn Sie mehr von Sandra Hoffmann lesen möchten, ihr aktueller Roman »Jetzt bist du da« ist im Herbst 2023 bei Piper erschienen. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.